So, wie versprochen, hört sich da noch ein Panorama. Der Hubschrauber hinten ist unterwegs, der hat einen ausgeflogen und wahrscheinlich ist da was passiert. Ist gerade das zweite Mal gekommen. Falls was passiert ist, gute Besserung. Willkommen zu diesem Video, liebe Leute. Es geht heute um eine neue Verfilmung von einer Tour, die ich schon mal gemacht habe, 2017. Wir gehen gemeinsam durch die Gallrinne und den Grat auf dem Hochgall. Das ist der Herrscher des Defreckentals, beziehungsweise auch der höchste Gipfel der Riesenfernergruppe mit einem genialen Panorama und wirklich einem spektakulären Grat und einer ausgesetzten steilen Rinne. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, Grenzgebiet Osttirol, Südtirol, dranbleiben. Viel Spaß mit diesem Video. Wenn der geil, bleibt's geil. Einen gewaltigen Max haben mit mir. Ja, nicht vergessen, geil bleiben, bergheil. Batscherhütten, da gehen wir jetzt da rein, zur Bamerhütten, Rippenschorten und dann das Käse rauf und dann auf dem Hochgall. Gewaltig, gell? Voll gewaltig. Voll gewaltig. Wunderschönen guten Morgen von der Batscheralm, Nähe des Stallersattels. Grenze Südtirol, Osttirol. Da einer ist halt jetzt mega schön. Da unten ist der Parkplatz. Bei der Batscheralm geht jetzt zuerst einmal so einen Forstweg rauf. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie lang das da geht. Nachher wird es mal auf jeden Fall flach und da geht es auch noch zurück. Aber bis zur Barmerhütten glaube ich geht es nicht. Da ist noch ein Materialsalbum auf, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber schauen wir mal. Ja, da vor mir ist er schon, der weiße Riese der Rieserfernergruppen. Der Hochgall, der Herrscher des Defreckentals. Falls man sieht, da vorne ist so ein Schneeviertel, geht es dann auf den Gipfelgrat, der dann ein Felsgrat wird. Es wird sehr nice, gell? Ich bin schon gespannt wie ein Pfeil und Bogen hier. Ja. So viel Wasser, ja, Wahnsinn. Also wenn wir mal wieder herunter sind, verdursten tun wir nicht. Nein, auf keinen Fall. Vorher noch drüber geredet, da ist jetzt die Materialseilbahn zur Bamerhütten auf. Die Hütten hat man vorher schon gesehen, da vorne oben. Jo, ihr Banditen, da geht's fast 5,5 Kilometer das Tal rein. Und 570 Höhenmeter bis jetzt gemacht. Da vorne oben ist die Bamerhütten. Immer wieder bei dem schönen Wasserl vorbei. Gewaltig. Traum. Und ganz allein unterwegs. Ah ja, und gleich vorweg für diejenigen, die fragen, ob mir das Bammelwerk von der Kamera nicht stört. Nein, das Bammelwerk von der Kamera stört mich nicht.
Wenn es mich stören würde, dann würde ich es ändern. Da drüben die Baumhütten. Da durch das Schneeviertel müssen wir da noch einen zurück. Unterhalb von der Hütten. Ja, da hinten haben wir jetzt noch mal ein bisschen Frühstück gemacht. Und wir gehen jetzt noch unterhalb von der Baumhütten zurück. Richtung Hochgall. Juhu! Jawohl, jetzt sehen wir ihn in Hochgall. Da oben ist er. Schauen wir mal, ob wir rauf kommen heute. Ja, jetzt stehen wir da. Vor dem eigentlichen Gipfelaufbau, kann man so sagen. Da ist jetzt hinter uns eine Felsstufe. Da vorne in der Mitte sieht man die Rinne, das ist die Gallrinne. Dann geht es über das Schneeviertel auf den Gratviere. Das wird nachher noch grad und einen richtigen Gipfel sieht man noch gar nicht. Die Frage ist jetzt, wie wir da raufkommen. Letztes Mal sind wir da auf der Seite rauf, da wo man den Schnee drinnen sieht. Und das ist jetzt dann eben auch die Taktik, die wir so anvisiert haben, gell? Ganz genau. Genau. Da gehen wir noch ohne Steigeisen rauf und oben ziehen wir uns nachher die Eisen an, weil die Rinne ist halt doch ein bisschen steiler. Unterwegs im schönsten Althofer Griesner Bruchpulver. Da raus und dann rechts. Ja, da unten durch die Felsen sind wir da jetzt hinaufgekommen. Du musst da halt deinen eigenen Weg auf versuchen und in der Zwischenzeit schon in die Eisen rein. Weil ab jetzt können wir zumindest fast durchgehen durch den Schnee. Und in der Gallerin brauchen wir es dann wie gesagt sowieso. Jetzt wird es spaßig, lustig. Jetzt machen wir Höhenmeter, zum Stapfen wird's. Juhu! Juhu! Stapf, 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 Stapf. Gewaltig ist das, oder? Schreibt es rein unten in die Kommentare. Je weiter wir jetzt da zur Rinne zurückkommen, umso steiler wird es. Ich glaube, so zwischen 40 und 45 Grad ist die Rinne steil. Stabverhältnisse ideal. Schnee in perfekten Sommerführen umgewandelt. Auf 3040 Meter sind wir jetzt herum. Und ja, da ist die Rinne. Nice Geschichte. Immer steiler wird das Luder. Aha. Da hat ja was verloren.
schaut mal, wie schöne Spuren, dass der Max da gemacht hat. Gefallen sie euch auch so wie mir? Und gebt dem Spurfisch gefälligst einen fetten Daumen nach oben. Dem Stadinger Spurfisch. Ja. Endspurt. Endspurt, genau. Aber wie heißt es so stehen? Steil ist fast allweil geil, gell? Also über 200 Höhenmeter drin sind das. Und da ist es nachher aus. Jetzt geht es in die Gipfelflanke. Da rauf. Und dann den Gipfel gerade um. Ja, erste Krux mehr oder weniger geschafft drin. Ganz gut beieinander. Aber muss zum Aufpassen. Beim Abgehen gehe ich sicher mit dem Bicke, der Max auch. Ja. War auf, ist ganz gut gegangen ohne. Bergauf, ich schon auf. Geh schon wieder hin. Geh gescheit rein da. Jetzt geht's auf den Wintergipfel, auf den Vorgipfel auf. Und dann der Grat. Panorama, ein Traum. Ein Traum! Bergauf, ich schon auf. Ja, hab ich auch schon gesagt. Gewaltig! Das Gipfelkreuz sieht man schon da rechts vorn. Ein Hatscher, ha? Könnte man so sagen. Da ganz draußen aus dem Tal herkommen. Aber jetzt ist er greifbar, der Gipfel. Schubidi, dubidi, du. Ich hab das irgendwie weiter im Kopf gehabt. Bis zum Gipfel führe. Ha, komisch. Naja. Weißt du, gut. Wenn wir bald da sind. Da geht die Nordwand rauf. Das ist auch eine geile Randkluft da. Kannst du das auch offen lassen mit den Ski da, he? Von drüben? Ja. Nein, aber da geht die Nordwand rauf. Da drüben ist ein bisschen vereist. So. Ja. So da. Fast ein Spaltensturz, obwohl es da keine Spalten gibt. Da unten ist der Antrag zu sehen. Südtirol, einfach gewaltig. Da drüben ist der Wildgall, glaube ich. Bei dem habe ich schon umgedreht. Ja. Der ist voll wild. Da vorne ist der Gipfel und jetzt sind nass aus den Steigeisen. Nein, in die Kletterei. Ja, ich glaube, die Steigeisen können wir da lassen. Lassen wir es da. Ja, genau. Sehr gut. Achso. Geil. Sind wir ready, Max, oder? Mhm. Ja. Ja, die haben wir uns genettig. Die müssen aufs Mittagessen daheim sein bei der Mami.
Langsam, gell? Jupp. So. Stehst du gerade gut? Und geh das Seil oben drüber futzen, gell? Auf deine Seiten. Jawohl, super, danke. Selber da hängen. Passt. Lass einfach so hängen, passt schon. Hast du da angeseilt und jetzt haben wir gesagt, Seil lassen wir gleich da seilfrei rauf. Passt schon. Muss geht. Da geht's eh gut, gell? Da geht's eh gut. Super. Ja. Thank you.
Boah, da wo der Wind weg ist, ist es so angenehm. Ja, endlich wieder warm auf die Hände. Da oben ist Kreuz schon. Geil. Wow, was geht zum Hopfen? Ja. Die Bratzen sind so kalt. Juhu. Ah, schön ist es wieder da zum Sein. Jawohl. Sehr geil. Geil, Max. So geil. So geil. Super. Haben wir es geschafft? Jawohl. Was ist denn das da eigentlich? Ich weiß nicht genau. Ja, Leitlundberg, heil wieder mal vom Hochgall. Wir lassen uns die Außen gerade schmecken. Der Traum ist einfach. Hubschrauber fliegt auch schon. Keine Ahnung, wo der hinfliegt. Ja, hoffentlich ist nichts passiert. Ich zeige euch nachher noch ein bisschen ein Panorama und nachher geht es an den Abstieg. So, wie versprochen, hört sich da noch ein Panorama. Der Hubschrauber hinten ist unterwegs, der hat einen ausgeflogen und wahrscheinlich ist da was passiert. Ist gerade das zweite Mal gekommen. Falls was passiert, ist gute Besserung. Da geht es die Nordwand runter. Und da vorne sind wir eben hergekommen. Schon ausgesetzt der Gipfel da. Da vorne eben der Wildgall. Haben wir schon ein Biwak gemacht, das Dammmeier und ich. Gewaltig! Mega geil!
Bitte? Was ist da? Okay, ajo. Alter, das sind epische Fotos. Ja. Mega episch. Da braucht man eh nichts, oder? Zwischensicherung. Max, hinten kannst du eigentlich schon auslassen. Da? Ja, weil das bringt mir sonst so. Ja, alles sauber. Im Endeffekt hast du recht, das war einfach gescheitert. Wo wir das Zeug schon mit haben, da unten sichern. Ja, sicher. Scheiß drauf. Und was passiert? Ja, ja, dann sagt jeder so ein Trottel. Von der das Zeug mit. Genau, ja, ja, ist so. Passt, super. Fürs Erste. Perfekt, ja. Fürs Erste. Job gleich wieder aufmachen. Ja, kannst du aufmachen, weil es so ist, wie gleich zusammen. Für dich jetzt nehmen, oder? Wenn du es nehmen willst, sag ich gern ja. Passt. Dann tragst du es alle. Sehr schön. Zusammen dann tue ich es, gell? Schaut mal, wer da ist, der Pulver, Franzi. Pulver, aber eh. Geht total. Aufpassen jetzt, gell? Geh vor Draht, Max. Geh lieber vor Draht sonst. So, die letzten Meter in der Gallrinne. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Jetzt kann da nichts mehr passieren, weil jetzt sind wir im Auslauf. Das war schon jetzt ein Anspruchsfall da oben, gell? Zum Aufpassen. Aber gut gegangen mit dem Picke. Ja, weil es unterbei relativ hart ist und ja.
dünne Schicht. Ja. Wo du gescheit reingraben musst. Ja. Aber so rückwärts runter ist nicht gut gegangen. Genau. Ja, und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen gleich runter, wenn wir aufgekommen sind, oder wir queren da rechts raus und suchen uns da runter. Schauen wir mal. Gesäft sind wir in der Zwischenzeit. Bei der Baumelhütte rennen wir schon vorbei. Und Resümee gibt es nachher unten im Batschertal, falls das stimmt, dass es so heißt. Also unten, wo wir halt nachher auf der Forststraße sind. Ja, weil wir gerade so gewaltig allein unterwegs sind, nutzen wir jetzt die Zeit. Dann ein bisschen Zeit vertreiben, wir sind noch 3 Kilometer zu Fuß raus. Jetzt machen wir Resümee zur Tour auf dem Hochgall von der Batschaalm über die Baumelhütten, die Gallrin und dann den Grat, den wir eben gemacht haben. Max, wie hat es dir gefallen? Wie ist dir vorgekommen? Du warst das erste Mal da. Ja, cool. Landschaftlich ist es ein Traum, voll schön. Ja, anstrengend war es auf jeden Fall. Viel Schnee haben wir gesehen. Aber ja, war ein schöner Tag. Nicht schlecht für einen Dienstag, gell? Nein, überhaupt nicht schlecht für einen Dienstag. Da haben wir doch schon ein paar Stunden auf die Füße seit. Ja. 3. Ja, 3 sind wir aufgestanden und gereist aus Salzburg. Genau. Ja, mir hat es auch voll getaugt. Ich habe es das zweite Mal gemacht, die Tour. 30 Meter Strick reicht vollkommen aus. Die Gallrin, keine Ahnung, ein bisschen steiler wie 40 Grad wird sein. Vielleicht auch 45. Ich weiß es nicht. Ausrutschen, abstürzen ist da definitiv deppert. Endet sehr blöd. Weil die Berge ist nicht zum Spaßen, das habe ich heute auch wieder gesehen. Im Wildgall ist am, ich weiß nicht was für Grad das war, Ostgrad, vielleicht Südostgrad, so irgendwas. Da ist eher wer ausgeflogen worden, also gute Besserung. Die Rieserfernergruppen, da ist schon cool, gell? Ja, schaut schon geil aus. Wenig los auch. Fast gewaltig. Ja, in die Tauern eine zu uns, gell? Ja. Andererseits sind die Dolomiten auch, also das war echt geil. Aber Gipfelbuch habe ich. Hast du nachgeschaut? Ja, voilà. Ah, voilà, okay. Mhm. Ja. Das heißt, wenn wieder mal einer raufgeht, Gipfelbuch mitnehmen. Genau. Gibt es von deiner Seite noch was, Max? Ich bin froh, wenn wir beim Auto sind. Ja, ich auch. Jetzt fahre ich dann noch 3 Stunden heim. Und dann freue ich mich schon aufs Abendessen. Und auf die Geburtstagsfeier, die bevorsteht. Okay. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, nicht vergessen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren, weil der Max und ich. Morgen weiß man schon wieder aus. Was machen wir morgen? Klassiker in die Berchtesgaden am Berg. Ja, wieder mal extra Zeit, dass wir nach Berchtesgaden umfahren. So schaut's aus. Ja. Das ist also, wieder 3-4 Wochen her. Genau, also wenn ihr das nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren, graue Glocke aktivieren. Fragen, Wünsche, Anregungen unten rein ins Kommentarfeld. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Passt auf Henker auf. Bergheil, bleibt's geil. Ciao, habe die Ehre. Arrivederci.